Ja, liebe Schülerinnen und Schüler, es soll jetzt nochmal darum gehen, in einem kurzen Video nochmal diese Gaschromatographie zu erläutern. Dieser Gaschromatographie-Simulator von Kappenberg war ja auch in den Aufgaben verlinkt und das Erste, was man machen muss, ist, dass man diese Kiste anschaltet. Dann haben wir hier einmal eine Aquarienpumpe, die pumpt Luft hier durch die Trennsäule. Die Trennsäule, also die stationäre Phase, das ist so ein kleines Rohr, was mehrfach auch aufgewickelt wird. Das muss eine gewisse Länge haben, damit halt die Moleküle auch lange genug unterwegs sind, die da getrennt werden sollen. Und was wir jetzt hier drin sehen, sind so kleine rote und grüne Kreise. Die sollen halt für Stickstoff- und Sauerstoffmoleküle darstellen, die halt in der Luft enthalten sind. Jetzt sieht man hier oben, da verlassen die am Ende die stationäre Phase und fliegen weg. Und hier an dieser Stelle haben wir nochmal einen Detektor, der halt sozusagen feststellt, ob da und wann da Moleküle entsprechend anderer Art vorbeikommen. Also die Moleküle, die wir dann jetzt gleich da injizieren, zum Beispiel Propan, Ethan, die haben eine andere Wärmeleitfähigkeit als die Moleküle, die in der Luft enthalten sind. Und dementsprechend, wenn die anderen Moleküle hier vorbeikommen, sehen wir dann halt hier einen Anstieg im Diagramm. Okay, fangen wir an. Als erstes müssen wir jetzt eine Probe auswählen und da fange ich mal an mit der Probe für Ethan. Dann wird die hier oben aufgezogen, funktioniert alles schön vollautomatisch. Und wenn das soweit ist, dann drücke ich hier drauf. Die Probe wird jetzt hier injiziert und jetzt sieht man hier so diese kleinen schwarzen Kügelchen, die für die Ethanmoleküle stehen. Die sind auch dann, je länger sie durch die Säule laufen, immer weiter voneinander entfernt. Am Anfang waren sie alle direkt ganz nah beieinander und jetzt sieht man hier auch entsprechend einen Peak im Diagramm. Die Zeit, die das jetzt gebraucht hat, bis die meisten Moleküle hier durchlaufen, ist die sogenannte Retentionszeit. Also das ist diese Zeit, die hier beim Peak, beim Höhepunkt dieser Kurve entsprechend zu messen ist. Und dann klicke ich hier auf GC fertig, habe hier meine Ethan-Kurve und das ist sozusagen einmal die Art und Weise, wie so ein Gaschromatographiegerät funktioniert. In der Aufgabe war jetzt auch genannt, dass man das Ganze mal nacheinander für Ethen, Ethan, Propan, Methylpropan, N-Butan und Feuerzeuggas machen kann und das dann deuten kann. Genau das werde ich jetzt tun, das kommentiere ich dann aber nicht weiter und mache dann auch im Video einmal den Zeitraffer an. Okay, zuletzt wird jetzt einmal das Feuerzeuggas aufgezogen, Probe Nummer 4. Und das, was wir dann machen können, ist dieses Stoffgemisch Feuerzeuggas analysieren. Wir haben jetzt hier Vergleichspeaks von den Reinstoffen, die wir hier vorher injiziert haben. Und jetzt können wir dann diese Probe des Feuerzeuggases analysieren, indem wir auch hiervon eine Probe dann entsprechend in den Gaschromatographen geben. Und dann schauen wir uns mal an, was dabei rauskommt. Okay, ich denke, das ist eine wirklich total tolle Simulation, die es hier gratis im Internet zum Anschauen gibt. Was wir jetzt hier haben, ist ganz unten das letzte, diese Kurve vom Feuerzeuggemisch und das ist halt schon sehr, sehr gut zu sehen, dass die Retentionszeiten hier an dieser Stelle genauso wie hier,
hier und auch hier ziemlich genau mit denen unserer Reinstoffe übereinstimmen. Wir können jetzt also mit Hilfe der Gaschromatographie auch entsprechend aussagen, dass hier in dem Feuerzeuggasgemisch eine, ja, sagen wir mal, relativ kleine Menge Ethan drin ist. Das ist halt hier etwa die gleiche Retentionszeit wie bei dem gelben Peak. Die deutlich größere Menge Propan, das ist dann dieser Peak, dessen Retentionszeit übereinstimmt. Und es sind auch entsprechende Mengen Methylpropan und N-Butan drin. Das ist noch ein bisschen interessant, wenn man sich das mal anguckt. Methylpropan und N-Butan sind ja Strukturisomere, also beide Moleküle mit der Summenformel C4H10. Und da ist es dann so, dass wir ja wissen, die Moleküle verweilen umso länger in der Trennsäule. Es gibt eine umso größere Retentionszeit, je stärker die Wechselwirkungen der Moleküle mit der stationären Phase sind. Und aus dem Chromatogramm können wir jetzt schließen, die N-Butan-Moleküle haben eine stärkere Wechselwirkung mit der Säule, mit der stationären Phase, als die Methylpropan-Moleküle, obwohl sie die gleiche Struktur, die gleiche Summenformel haben. Sie haben eine unterschiedliche Strukturformel und die bedingt halt, dass die Moleküloberfläche des Methylpropan-Moleküls kleiner ist. Es ist ein verzweigtes Molekül, dadurch ist die Oberfläche kleiner, dadurch gibt es weniger Kontaktfläche für das Silikonöl, was auf der Innenseite der Trennsäule aufgebracht ist. Und aufgrund dieser kleineren Oberfläche, die das Methylpropan-Molekül hat, gelangt es dann insgesamt schneller durch die Trennsäule als das N-Butan oder die N-Butan-Moleküle. Ja, soweit eine Erklärung hier zur Gaschromatographie, zur Funktionsweise. Ich hoffe, ihr habt es dann ja verstanden und könnt damit gut weiterarbeiten. Bis dahin, alles Gute und tschüss.